Wie konnte Gellert Grindelwald eigentlich Snapes Zauber benutzen? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Severus Snape, Gellert Grindelwald und die Erschaffung von Zaubersprüchen. Außerdem geht es um den neuesten Film Fantastische Tierwesen – Dumbledores Geheimnisse. Im Mittelpunkt des heutigen Videos steht eine Szene aus Dumbledores Geheimnisse, die im Widerspruch zum Harry Potter Kanon steht, wie wir ihn kennen. Nun, genauso sieht es zumindest aus. Grindelwalds Gefolgsleute haben das sagenumwobene Quillen gefangen, ein Fabelwesen, das in den Wahlprozess der Zauberer verwickelt ist. Der Quillen ist in der Lage, diejenigen zu erkennen, die wirklich reinen Herzens sind. Das macht das Quillen zu einem perfekten Hilfsmittel bei der Wahl eines neuen Anführers der Zaubererwelt. Allerdings funktioniert das nicht so gut, wenn der Prozess manipuliert wird. Oder genauer gesagt, wenn das Quillen manipuliert wird. Nachdem er den Quillen gefangen hat, dauert es nicht lange, bis Grindelwald ihm die Kehle durchschneidet. Grindelwald hatte nämlich vor, den Leichnam des Quillen zu reanimieren und für seine Zwecke zu nutzen. Er wollte einen Quillen, der sich garantiert für ihn entscheiden würde. Allerdings musste der wiederbelebte Quillen frei von Narben sein, um nicht die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Und so musste Grindelwald alle physischen Spuren auf dem Körper des Quillen heilen. Zu diesem Zeitpunkt verwendet Grindelwald einen Zauber, den wir schon einmal gesehen haben. Vulnera Sanentur. Anscheinend war dieser Zauber Teil von Grindelwalds Ritual, bei dem der Quillen wiederbelebt wurde. Aber wo haben wir Vulnera Sanentur schon einmal gehört? Natürlich aus dem Mund von Severus Snape. Und vor Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse kannten wir Harry Potter Fans den Zauberspruch als Gegenfluch für Snapes Signaturzauber und seine eigene Kreation Sectum Sempra. Wir sehen Sectum Sempra zum ersten Mal in den Film, als Harry ihn im Halbblutprinz gegen Malfoy einsetzt. Der Name Sectum Sempra setzt sich aus zwei lateinischen Wörtern zusammen. Sectus, was so viel bedeutet wie schneiden, und Semper, was immer bedeutet. Sectum Sempra ist ein bösartiger dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert funktioniert und Schnittwunden und Blutungen bei seinem Ziel verursacht. Oft liegt das Ziel nach dem Schlag regungslos da, während es Blut verliert. Der Zauber wird in seinem Lehrbuch für Fortgeschrittene beschrieben. Nachdem Harry Sectum Sempra entdeckt hat, setzte er es zum ersten Mal bei Malfoy ein. Blut spritzte aus Malfoys Gesicht und Brust, als hätte man ihn mit einem unsichtbaren Gegenstand aufgeschlitzt. Er taumelte rückwärts und brach mit einem lauten Platschen auf den wasserverschmierten Boden zusammen. Sein Zauberstab fiel ihm aus der schlaffen rechten Hand. Taumelnd kam Harry wieder auf die Beine und stürzte auf Malfoy zu, dessen Gesicht nun scharlachrot leuchtete und seine weißen Hände an seiner blutgetränkten Brust kratzten. Aufgrund der Fähigkeiten des Zaubers, der einem extreme Schäden zufügen kann, muss man auch einen passenden Gegenspruch parat haben. Vulnera kommt vom lateinischen vulnus, was Wunde bedeutet, und Sanentur kommt aus dem lateinischen sanere, was heilen bedeutet. Vulnera Sanentur ist die einzige bekannte Behandlung für Sectum Sempra und es wird verwendet, um den Blutfluss zu erleichtern, die Wunde zu heilen und die Auswirkungen des Fluches zu beseitigen. Damit Vulnera Sanentur möglichst effizient eingesetzt werden kann, muss die Beschwörungsformel dreimal wiederholt werden. Das erste Mal, wenn die Beschwörungsformel ausgesprochen wird, erleichtert sie den Blutfluss. Das zweite Mal beginnt sie, die Wunden zu heilen. Und beim dritten Mal, wenn sie ausgesprochen wird, sind die Wunden vollständig geheilt. Die Verwendung von Vulnera Sanentur wird im folgenden Auszug beschrieben. Er kniete über Malfoy, zog seinen Zauberstab und strich damit über die tiefen Wunden, die Harrys Fluch verursacht hatte, und murmelte eine Beschwörungsformel, die fast wie ein Lied klang. Der Blutfluss schien nachzulassen, Snape wischte die Rückstände von Malfoys Gesicht und wiederholte seinen Zauberspruch. Jetzt schien sich die Wunde zu schließen. Bis zu diesem Zeitpunkt dachte jeder, dass Snape für die Erfindung von Vulnera Sanentur verantwortlich war. Und das Problem, dass Grindelwald es benutzt, ist, dass Grindelwald es 1932 benutzt hat, 28 Jahre bevor Snape überhaupt geboren wurde. Nun, es wird allgemein angenommen, dass Snape den Zauber erfunden hat, und dies wird vor allem unterstützt durch die Tatsache, dass es der einzige Gegenzauber für einen offensiven Fluch ist, von dem wir wissen, dass Snape ihn erfunden hat.
Wir wissen auch, dass Snape es liebte, Zaubersprüche zu erfinden. Tatsächlich wird ihm die Erfindung von Sectum Sempra, Vulnera Sanentur, Levi Corpus und einigen anderen Zaubern angerechnet. Ich denke Folgendes. Ein junger Snape, der in der Magie überragende Leistung erbringen wollte, begann alles zu erforschen und alles, was er über mächtige Magie finden konnte, nutzte er auch. Snape verhielt sich ähnlich wie Tom Riddle bei seiner neugierigen Suche nach mächtiger Magie, wie zum Beispiel den Horcruxen. Sirius Black bemerkte einmal Snapes Hartnäckigkeit, wenn es um die Erforschung von Flüchen ging. Sirius sagte, Snape kannte mehr Flüche, als er in die Schule kam, als die Hälfte der Schüler im siebten Jahr. Bei seinen Nachforschungen stieß Snape auf einen Text, der sich auf die Magie eines mächtigen dunklen Zauberers bezog, Gellert Grindelwald. Snape wusste, dass er eine mächtige und einflussreiche Figur war, also ist es nur logisch, dass er versuchen würde, von ihm zu lernen. Warum nicht von den Besten lernen? Hier hat er Vulnera Sanentur gefunden und obwohl Snape keine Verwendung für Vulnera Sanentur in ihrer jetzigen Form sah, als Hilfe bei der Wiederbelebung von Leichen, beschloss er, dass er den Zauber für seinen Gebrauch modifizieren könnte. An diesem Punkt wurde Vulnera Sanentur zu einem Gegenfluch für Sectum Sempra. Es ist auch erwähnenswert, dass die Art und Weise, wie Grindelwald und Snape den Zauberspruch anwenden, ziemlich unterschiedlich ist. Meine andere Theorie ist folgende. Dumbledore hat Snape den Zauberspruch beigebracht. Dumbledore war kein Idiot und er wusste wahrscheinlich genau, dass Snape als Schüler kein Dummkopf war. Er war begabt und hatte alle Arten von schrecklichen Angriffszaubern erschaffen. In seiner Jugend konzentrierte sich Snape ausschließlich darauf, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Er lernte Angriffsfluch nach Angriffsfluch. In der Schule wurde er unerbitterlich schikaniert und er hatte ein Rachegefühl und das veranlasste ihn, Zaubersprüche zu lernen, mit denen er seine Rache ausüben konnte. Dumbledore erkannte Snapes Potenzial, aber auch seine Neigung, Schaden anzurichten, was ihn dazu veranlasste, zu versuchen, Snape in die richtige Richtung zu lenken. Er wollte nicht, dass Snape etwas tut, was er bereuen würde, ohne dass es irgendeinen Ausweg gäbe. Dumbledore, der Gellert Grindelwald zufällig sehr gut kannte, wusste sowohl von Grindelwalds als auch von Snapes Zaubersprüchen, weshalb er mit ein wenig Geschick erkennen konnte, dass Vulnera Sanentur der perfekte Gegenzauber für Snape sein könnte. Entweder das oder der Film Dumbledores Geheimnisse hat gerade einen Teil des Kanons völlig auseinandergerissen. Was hältst du von dieser Theorie? Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.